Die starken Regenfälle in Peru halten seit Tagen an. Und diese dramatischen Bilder zeigen die Situation im Nordosten der Hauptstadt Lima am Dienstag. Einige Menschen sind den Fluten bereits zum Opfer gefallen. Und noch können die Sachschäden gar nicht genau beziffert werden. Nach Angaben der Behörden sind rund 30.000 Personen betroffen. So wie diese Flutopfer in Lima am Mittwoch. Nach weniger als 5 Minuten hörte ich die Leute schreien, Achtung, Sturzflut. Meine Frau rief, Arturo, raus. Ich guckte und der Fluss stand schon vor unserer Tür. Mein Mann war kurz vor der Flutwelle rausgegangen und er wurde weggespült. Er ist jetzt in einem sehr schlechten Zustand. Seine Hand ist verletzt und er hat überall Schnittwunden. Die Überschwemmung war extrem. Sie sehen, all meine Dinge sind zerstört. Dies war mein Kleiderschrank. Ich schlafe auf der Straße, habe noch keine Hilfe bekommen. Noch nicht mein Zelt. In Lima wurde von der Regierung am Mittwoch der Notstand ausgerufen. Die Wassermassen haben unter anderem eine Brücke in der Hauptstadt zerstört und eine der Hauptstraßen der Millionenmetropole blockiert. Mario Casareto, Mitarbeiter der örtlichen Zivilschutzbehörde. Wir werden so viel humanitäre Hilfe bringen wie möglich. Dazu gehören provisorische Zelte, bis die örtlichen Behörden neue Lösungen finden. Und das Land kommt vorerst nicht zur Ruhe, denn laut der Vorhersage der Meteorologen wird es weiteren Regen geben. Die Behörden befürchten daher unter anderem weitere Überschwemmungen sowie Schlammlawinen.